bleiben wir jetzt zunächst thematisch bei den Unterlagen der NS-Gewaltherrschaft. Als nächstes hören wir dazu Herrn Dr. Christian Gruh. Er studierte Geschichte und Anglistik in Heidelberg und promovierte dann über den Wiederaufbau der kommunalen Polizei im Deutschland der Nachkriegszeit. Er machte dann außerdem seinen Master in Archivwissenschaften und war als Historiker, Archivar und schließlich als Leiter im Stadtarchiv Pforzheim am Institut für Stadtgeschichte tätig und ist jetzt seit 2014 Archivleiter des International Tracing Service. Und die Kernaufgaben dieses International Tracing Service sind die sichere Aufbewahrung der Originalquellen und ihre verbesserte Zugänglichmachung für Forschungszwecke durch Digitalisierung und durch Erschließung. Vielen Dank, Herr Rohberg, für die freundliche Einladung und für die Einführung, Frau Fees. Wir passen ganz gut heute Morgen zusammen, Herr Ludwig und ich. Zum einen, weil wir einige Themen jetzt wiedererkennen werden in der Präsentation, wobei, was Herr Ludwig vorgestellt hat, sich eher auf die Täter konzentriert und das, was der International Tracing Service hat, auf die Opfer, bei aller Problematik dieses Täter-Opfer-Begriffs, dessen wir uns auch bewusst sind. Und passt auch insofern ganz gut hintereinander, weil das Bundesarchiv institutioneller Partner des ITS ist. Sie wissen alle, oder die Archivare unter Ihnen wird es bekannt sein, dass die Archivfunktionen beim ITS relativ spät ausgeprägt worden sind. Darauf gehe ich auch gleich ein. Deshalb erlauben Sie mir ein paar einführende Worte doch, was der ITS heute ist, wie wir uns verstehen. Das musste man beim Bundesarchiv nicht erklären. Jeder weiß, wofür das Bundesarchiv da ist. Wir sind heute ein Dokumentationszentrum über die nationalsozialistische Verfolgung und die befreiten Überlebenden. Seit 2013 sind Teile unserer Dokumente in das Weltdokumentenerbe der UNESCO Memory of the World aufgenommen worden. Und seit der Gründung, eigentlich seit 70 Jahren, bieten wir Informationen für ehemals Verfolgte und ihre Nachfahren. Gleichzeitig, und das ist relativ neu, erst seit 2007 eine Funktion, bietet das Archiv auch die Grundlage für Forschung und Bildung. Und wir verstehen uns auch als einen Beitrag zur Gendek-Kultur in Deutschland. Welche Auswirkungen hat diese Geschichte als ehemaliger Suchdienst auf diese archivischen Funktionen? Wir sind eigentlich eine sehr große Sammlung, eher ein Sammlungscharakter. Das heißt, anders als das Bundesarchiv übernehmen wir keine Unterlagen von bestimmten Institutionen und bewerten die dann und legen die nach Provenienz ab, sondern wir haben eine große Sammlung angelegt. Wie schon gesagt, Archivfunktionen sind spät ausgeprägt. Das wirkt sich auf natürlich auf die Beständestruktur. Also wir haben sehr wenige Provenienzbestände. Bei uns ist alles nach Pertinenz, in der Regel nach Personennamen abgelegt und zusammengelegt. Es wirkt sich natürlich auf die Bestandserhaltung. Es ist so, dass wir seit 1998 schon digitalisieren. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Was damals gemacht wurde, um Prozesse, Arbeitsprozesse zu beschleunigen. Was uns aber seit 1998 hilft, das Papier ein bisschen besser zum Stand zu erhalten. Es ist heute so, seit 3 Jahren, dass auch die Sachbearbeitung bei uns, auch im Suchdienst und in der Forschung, rein digital erfolgt über unsere Datenbank. Also das Papier ist komplett weggeschlossen und nur wir in der Abteilung Archiv haben Zugriff auf das Papier. Und es kommt relativ selten vor, ich habe es mir anders vorgestellt, dass wirklich das Original nachgefragt wird. In der Regel wird das Original vorgelegt, wenn Überlebende, Betroffene oder ihre Familienangehörigen kommen, die schon die Auskunft erhalten haben und die aber sagen, sehen möchten, wo sind die Dokumente, die bekommen natürlich die Originale vorgelegt. Und bei Historikern ist es sehr selten bisher vorgekommen. Der Suchdienst hat auch Auswirkungen auf die Erschließung. Wie gesagt, es ist alles nach Pertinenz abgelegt. Wir haben nur sehr wenige Provenienzbestände. Vorteil bei dem Projekt auch, wo ich heute Mittag nochmal drauf eingehe, seit 1998 wird digitalisiert. Das heißt, wir haben einen sehr großen Teil unserer Bestände schon digital vorliegen. Und wir haben relativ viele beschreibende Daten und Metadaten durch eine Indizierung, die bei uns per Hand gemacht wird, in einer relativ großen Indizierungsabteilung. Was bei uns dann fehlt, ist die archivische Erschließung. Wo kommen die Dokumente her, in welchem historischen Kontext stehen die? Da sind wir relativ dünn immer noch. Wir haben in unserer Datenbank, nur ganz kurz Zahlen, 88 Millionen Images, was ungefähr 6,5 Terabyte entspricht. Was man auch wissen muss, wir haben 98 angefangen, darüber hatten wir uns noch, damals hatte man sich keine Gedanken gemacht über Farbtiefe, über Auflösungen und andere Dinge. Das heißt, die frühen Dokumente sind alle in 150 dpi gescannt worden, das ist uns heute zu wenig. Und die allerersten sind sogar nur schwarz-weiß. Natürlich, heute
seit einigen Jahren scannen wir auch farbig. Aber auch das muss man nochmal wissen. Mehrfach erwähnt, wie sind unsere Bestände gegliedert? Man hat es dann rein inhaltlich aufgeteilt in Inhaftierung, Zwangsarbeit und Displaced Persons. Wobei sich das natürlich überschneidet, weil auch Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen inhaftiert sein konnten. Bei der Inhaftierung geht es tatsächlich um Unterlagen bzw. um Nachweise aus Konzentrationslagern, Gestapo-Gefängnissen und Ähnlichem. Und die Displaced Persons sind die Überlebenden, über die wir sehr viele Akten zur Emigration haben oder zur Rückführung in ihre Heimatländer. Da komme ich noch drauf zurück. Ein paar Provenienzbestände haben wir dann doch. Das sind die unserer Vorgängerinstitutionen, Flüchtlingshilfsorganisationen und anderem, die aber hauptsächlich was über die Organisation des Suchdienstes aussagen damals. Das meiste sind eben Sammlungsbestände, die aber leider eben für uns Archivare vermischt wurden mit Originalen. Das heißt, zum Teil muss man sich so vorstellen, dass in der Korrespondenz uns Unterlagen zugeschickt worden sind in Kopie, die mit in die Akte zu der Person aufgenommen worden sind. Zum Teil hat man in den 80ern und noch frühen 90ern sehr aktiven Dokumentenerwerb betrieben beim ITS. Das heißt, es sind wirklich Kollegen aus dem ITS europaweit rumgereist, haben Meldeunterlagen, Meldebücher verfilmt damals, später gescannt und haben das in unsere Bestände aufgenommen, um diesen Suchprozess zu beschleunigen oder eben besser suchen zu können. Das ist dieser zweite Bestand, der aber eben immer physisch auch mit den Originalbeständen vermischt ist. Wir haben dann noch die Korrespondenz, sozusagen die TD, Tracing and Documentation. Das ist die Korrespondenz mit Antragstellern. Wenn jemand einen Suchdienst bei uns bestellt hat, das ist alles einzeln abgelegt und das ist im Moment und noch für die nächsten 4-5 Jahre das große Digitalisierungsprojekt, was bei uns in der Digitalisierungswerkstatt stattfindet. Und schließlich ganz viel bei uns in Hilfskarteien, die angelegt worden sind. Das berühmteste ist sicher die zentrale Namenskartei, die Sie hier sehen, mit 30 Millionen Karten. Alphabetisch, phonetisch, das wurde bei meinem Lieblich auch angesprochen, es ist auch der ITS ist eine alliierte Einrichtung gewesen und man hat alphabetisch, phonetisch abgelegt, was sich schon dadurch erklärt, dass die ersten Mitarbeiter beim Suchdienst selbst DPs, also Displaced Persons, waren mit unterschiedlichen Nationalitäten und natürlich auch die Person, nach denen gesucht wurde, aus ganz Europa kam und wenn sie einem Amerikaner einen russischen oder einen polnischen Namen nennen, dann schreibt er den anders auf, als es der Franzose machen würde. Darum haben wir ein sehr ausgeklügeltes alphabetisch-phonetisches System, was bei uns im Suchdienst bei 260 Mitarbeitern heute nur noch von vielen beherrscht wird und was auch individuell nur beim ITS angewendet wurde. Auch das ist ein Problem. Die zentrale Namenskartei, das ist jetzt, zum Teil überschneide ich mich heute Mittag, aber das ist jetzt speziell für uns Archivare und Historiker. Sie lagert tatsächlich noch so, das ist ein Weltdokumentenerbe, das heißt unverpackt und an dieses Papier wird auch noch fast täglich angegangen, weil immer noch Rückläufer kommen aus der Digitalisierung zu diesen Karten. Wir werden hoffentlich irgendwann in den nächsten Jahren ein neues Archivgebäude bekommen, was dann auch die klimatischen und Sicherheitsbedingungen erfüllt und bevor diese Kartei in dieses neue Gebäude zieht, wird sie archivgerecht verpackt. Das zur Beruhigung etwas, auch zu meiner eigenen Beruhigung. Ich habe jetzt für diese Tagung und für heute Nachmittag zwei Bestände ausgewählt, die von der Bestandsgeschichte, von der Überlieferung relativ unproblematisch sind. Also das eine ist tatsächlich ein Originalbestand aus der Kriegszeit, das wird beim ITS immer noch im ITS-Sprech so genannt, Kriegszeitbestand. Das sind die Karteikarten aus der Häftlingsschreibstube in Dachau. Wir haben zusätzlich noch die aus Buchenwald und aus Mauthausen. Aus Dachau sind ungefähr 187.000 Karteikarten aus dieser Schreibstube erhalten. Man muss sich das so vorstellen, nach Registrierung durch die politische Abteilung im Konzentrationslager Dachau und der Abgabe des persönlichen Besitzes in der Effektenkammer wurden in der Häftlingsschreibstube die Personalien nochmals erfasst. Und hiervon sind eben diese Karten erhalten, was sehr selten ist. Also es gibt sehr, sehr wenige Originalbestände aus Konzentrationslagern. Das erklärt die historische Bedeutung dieses Bestands. Den Großteil dieser Karten haben wir über die amerikanische Militärverwaltung erhalten und in den 70ern nochmal durch einige Zulieferungen aus der KZ-Gedenkstätte ergänzt. Auch da nochmal zur Inventarisierung. Wir wissen, unter diesen 187.000 Karten gibt es Bestände, die wir bereits 1946 von der US-amerikanischen Militärverwaltung bekommen haben. Und wir wissen, unter diesen Karten
sind auch welche, die wir erst in den 70ern von der KZ-Gedenkstätte Dachau bekommen haben. Wir wissen nicht, welche Karten wann zu uns gekommen sind. Also man hat das dann damals in den 70ern alphabetisch wieder sortiert und es ist nicht mehr erkenntlich, wann welche Karte zu uns kam. Was steht auf diesen Karten drauf? Häftlingspersonalien, teilweise auch Vermerke über das weitere Schicksal. Ob man das überhaupt lesen kann. Also hier ist ein Stempel, das darüber, wenn die Reed-Leute am Mittag lachen wahrscheinlich. 30. Juni 1944, Natzweiler. Das heißt, Valentin Gromow, Landarbeiter, ist 29. Dezember 22 geboren und wurde am 17. Juni 1944 in Dachau eingeliefert und später, also zwei Wochen später, nach Natzweiler weiterversucht. Das heißt, diese Karten bieten nicht nur den biografische Daten im Sinne von Name, Geburtsdatum, Geburtsort, sondern teilweise eben auch über den weiteren Verfolgungsweg. In dem Fall, wenn so ein Stempel drauf ist. Die Karten sind immer noch so untergebracht, in Karteischränken alphabetisch sortiert. Ein Beispiel vielleicht noch zur Beschaffenheit des Papiers. Das sind ursprünglich originale Karteikarten. Später hat man aus Papiermangel Kartonagen oder anderes Papier verwendet. Das ist die Rückseite dieser Karte, nämlich Zigarettenpapier oder Zigarettenschachteln, die man dann zurechtgeschnitten hat ins gleiche Format und dann eben die Linien per Hand nachgezogen hat. Ansonsten ist die Struktur immer sehr ähnlich. Ich habe es erwähnt, auch dieser Bestand ist komplett digitalisiert und in so eine Datenbank eingebunden. Wir haben hier auch, ähnlich wie im Bundesarchiv, mit jeder 50. Karte, wir haben hier jede 25. Karte nach Namen und Vornamen und Geburtsdatum indiziert, das heißt, es ist nachweisbar. Sie können aber, wenn Sie einen Treffer haben, bis zur nächsten 25. Karte blättern. Also wenn Sie einen Treffer im Alphabet haben und der ist relativ nah dran an dem Namen, den Sie suchen, können Sie bis zur nächsten Karte durchblättern. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber beim ITS immer noch nicht. Also auch dieser Bestand, wie alle anderen Bestände, sind für die Benutzung freigegeben. Also wer nach Bad Arolsen kommt oder zu einem unserer Partner international, kann diese Bestände nur digital, aber er kann sie digital einsehen. Das ist nur ein kurzes Beispiel. Jetzt, wenn ich diesen Valentin Gromow suche, ist das eben der Treffer, den ich bekomme. Und es sind noch andere Dokumente. Ich habe jetzt hier den ersten Treffer. Wir haben von ihm noch andere Bestände in Dachau. Der zweite Bestand, den ich heute Mittag auch vorstellen werde, sind die CM1-Akten. CM steht für Care and Maintenance. Das sind über 900.000 Akten aus Deutschland. Wir haben noch zusätzlich Teilbestände aus Italien, der Schweiz, Österreich und England. Komm gleich zurück drauf. Die Care and Maintenance, muss ich mir so vorstellen, die Displaced Persons, die in deutschen Lagern dann nach der Befreiung untergebracht waren in der Regel. Man hatte erst versucht, sie zurückzuführen in ihre Heimatländer. Das ging aus unterschiedlichen Gründen nicht, bei vielen war es auch so, die gar nicht zurück wollten, aus politischen Gründen oder anderen. Viele hatten die Absicht zu emigrieren und sie konnten bei der IRO, International Refugee Organization, einen Antrag stellen auf Unterstützung, finanzielle Unterstützung und auch gesundheitliche und ärztliche Unterstützung vor der Emigration. Das ist diese Care and Maintenance, CM. Und die Unterlagen dieser Anträge und auch die Antworten auf diese Anträge lagern bei uns. Auch hier wieder, wir haben direkt von der IRO, von der Flüchtlingshilfsorganisation an den ITS 1952 und mit Ergänzungslieferungen vom Hohen Flüchtlingskommissar 1975 gab es auch nochmal Ergänzungen, wieder ganz ähnlich wie bei den Häftlingskarten. Wir können heute nicht mehr genau nachweisen, welche Akte ist wann zu uns gekommen. Die Akten sind immer noch in Umschlägen, also das ist der Umschlag und in diesem Umschlag befinden sich dann die Akten. Es gibt noch einen Nachweis, gibt es noch andere Unterlagen in anderen Beständen, die P2 bzw. Krankenpapiere, in dem Fall ist das nicht der Fall. Und hier wird nachgewiesen, CM, also in diesem Umschlag, Care and Maintenance Akte, sind 5 Dokumente. Auf dem Umschlag steht oben der Name, in der Regel, weil das oft Familien auch waren, Familienverbünde, des Familienvorstandes, also in der Regel des Vaters oder des Ehemannes, dessen Geburtsdatum, Geburtsort und dann noch Begleitpersonen. Das ist in dem Fall jetzt die Ehefrau gewesen. Warum sind diese Unterlagen, das ist dann ein Dokument aus diesem Umschlag, jetzt aus der Akte? Da bin ich dann schon mehr gespannt auf das, was die Kollegen heute Nachmittag sagen werden. Also die Formulare sind natürlich immer gleich aus oder ähnlich, sie haben sich über die Zeit etwas verändert. Aber sie haben guten Überblick über allgemeine biografische Angaben, also eben Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Antragsnummer und haben hier unten die letzten Wohnorte. Was dann in der Regel eben Lager waren oder auch bei Zwangsarbeitern Bauernhöfe, andere Heime und Ähnliches. Das heißt, sie haben hier eine recht umfangreiche, eigentlich verfolgten Geschichte, aber auch Geschichte nach der Verfolgung, nach der Befreiung in Tabellenform. Und sie finden auch zum Teil
sehr subjektive Eintragungen. Also bei dem Antrag musste man Fragen beantworten und es wird dann zum Beispiel gefragt, haben Sie die Absicht, in Ihr Heimatland zurückzukehren? Und dann steht öfter mal nein, weil meine Familie nicht mehr lebt. Oder es steht nein, ich möchte nicht in den sowjetischen Einflussbereich zurückkehren, solche Dinge. Also auch da nochmal sehr, sehr biografische Angaben, die sich gut auswerten lassen könnten durch Historiker. Zum Teil sind Fotos angeheftet an die Akten, Passfotos in der Regel. Von diesem Umschlag vorne, nochmal kurz darauf, an Metadaten erfasst und in dem Fall wirklich an jeder Akte, also nicht nur jede 25., sondern jede Akte ist erfasst worden, händisch. Wir haben vom Familienoberhaupt, also hier oben, folgende Daten erfasst, den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum, den Geburtsort, die Religion, die von der IRO, von der Flüchtlingsorganisation übernommene alte Signatur, was unsere Archivverwaltung hilft bei der Aushebung des Papiers, die Nationalität, das Geschlecht, das Datum der Antragstellung, den Aufenthaltsort bei der Antragstellung und ob ein Foto vorhanden ist in der Akte. Also relativ viele Daten, die es Historikern erleichtern, wenn man nur einen bestimmten Geburtsort sucht oder aber auch nach einer bestimmten Person. Von den Familienmitgliedern hier unten sind folgende Daten erfasst worden: Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort. Also Sie haben auch die Möglichkeit, nach einem Kind zu suchen oder nach einer Frau. Ich bin sicher, Sie haben Fragen und ich habe hoffentlich Antworten und es werden sich dann sicher wieder Fragen für mich ergeben. Herr Roberts, ich habe natürlich eine Frage. Sie sprachen anfänglich davon, eher beiläufig, man sei bis in die 80er Jahre auch mit dem Erwerb entsprechender Unterlagen fast gewesen. Das klang sehr abgeschlossen. Und daher meine Frage, ist das einfach eine Politik des ITS, die nicht mehr weiterverfolgt wird, oder kann man eher sagen, sowas wie der Markt gibt es nicht mehr her? Das ist eine Krankheit des ITS, dass man bestimmte Ziele eine Zeit lang verfolgt hat und sie dann wieder sein lassen hat, aus finanziellen Gründen, aus anderen Schwerpunkten. Es ist in der Tat so, dass wir den Dokumentenerwerb, also lange vor meiner Zeit, schon Anfang der 90er eingestellt haben. Zum einen, weil sich damals auch die Zusammenarbeit mit Archiven in Osteuropa verbessert hat. Heute sieht das wieder ein bisschen anders aus. Also, wir haben aber immer noch die Möglichkeit, dadurch, dass wir lange beim Roten Kreuz mit angesiedelt waren, über die nationalen Rotkreuzgesellschaften Informationen zu bekommen. Zum anderen wäre es uns heute gar nicht mehr möglich, wenn wir jetzt Archivfunktionen erfüllen, noch weitere Bestände in Kopie erstens von den Lagerkapazitäten erhalten, beziehungsweise Bestand zu erhalten. Also das ist eine Sache, und durch Digitalisierung und auch in anderen Archiven ist auch die Zusammenarbeit wesentlich einfacher. Und wir haben heute, verrate ich kein Geheimnis, wir haben genügend damit zu tun, die Originalunterlage aus dem ITS zu erschließen, zu erhalten, dass ich mir nicht noch zusätzliches Material aus anderen Archiven oder anderen Institutionen ans Bein binden möchte. Zumal wir an die Informationen auch so kommen, mittlerweile. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Korrespondenzbestände auch von zunehmendem Interesse sind, weil die Leute ja da auch sehr, sehr viele biografische Angaben gemacht haben, um sozusagen zielgerichtet ihre verschollenen Familienmitglieder aufzufinden. Inwieweit treten die jetzt in den Fokus, in puncto Erschließung, in puncto Digitalisierung? Diese Korrespondenzfälle werden seit 6 oder 7 Jahren gescannt, mit dem Ziel, dass 2020 fertig zu sein damit. Und in der Tat, so sie enthalten natürlich viele eigene Angaben zu Verfolgten beziehungsweise von Familienangehörigen, die suchen, sodass sie auch zwischen den Fällen sehr oft Informationen eben zusammenführen kann, um eine Biografie zu vervollständigen. Es wurde lange diskutiert, bevor ich da war, ist das archivwürdig, aber die Benutzung, also nicht nur im Suchdienst, also man muss auch unterscheiden, wir haben immer noch sehr viele Suchanfragen, das wird immer wieder gefragt. Es gibt immer noch Menschen, die das Schicksal ihrer Vorfahren erforschen. Das ist jetzt oft die zweite, dritte Generation. Und wir haben diese andere Benutzung, die historisch oder durch die Öffentlichkeit ausgeführt wird. Und auch die fragen in zunehmendem Maße jetzt nach diesen Korrespondenzakten, die aber eben auch noch nicht erschlossen sind und deren Digitalisierung fortläuft.
Also es ist auch so, dass es wird immer gesagt, 2020 müsst ihr damit fertig sein. Und ich sage dann immer, nein, wir legen ja immer noch Fälle an. Also es kommen ja auch immer noch neue Suchanfragen dazu, die digital laufen, aber leider noch nicht rein digital. Also auch da. Wie sind das im Jahr noch an Suchanfragen? Letztes Jahr hat sich die Suchanzahl um 25% erhöht, habe ich gerade gestern aus der Pressestelle erhöht. Wir haben ungefähr, wir hatten 14.000 Anfragen im letzten Jahr, nur an Suchanfragen. Wie gesagt, zweite, dritte Generation, zum Teil auch, hoffe ich mal, darauf zurückzuführen, dass wir eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit machen auch, dass wir auch auf Archivtagen oder auf archivischen Fachkonferenzen und auch auf historischen Tagungen stärker vertreten sind. Und zum Teil ganz politische Gründe. In Polen gab es ein neues Gesetz letztes Jahr, dass überlebende polnische Juden, die bei der Befreiung in Polen waren, aber dann später emigriert sind, hatten keinen Anspruch auf Rente durch den polnischen Staat. Das Gesetz ist geändert worden, das heißt also auch die polnischen Juden, die heute noch leben, so viele sind es nicht mehr, haben heute Anspruch und können den durch unsere Dokumente nachweisen. Das hat zu sehr vielen Anfragen geführt bei uns. Und die Ghetto-Rente, die jetzt durch die Bundesregierung beschlossen wurde, hat auch jetzt schon in den letzten zwei, drei Monaten dazu geführt, dass wir höhere Anfragen haben. Also 14.000 2015 Anfragen. Gibt es auch eine extra Erfassung der Bilddokumente, die Sie haben? Sie haben ein Foto gezeigt an einem Formular. Haben Sie Fotobestände? Leider nicht. Also wir haben keine reinen Fotobestände. Es gibt ganz, ganz wenige Dinge, die auch von der amerikanischen Militärverwaltung übernommen wurden, sind aus der Befreiung. Aber da würden Sie im Bundesarchiv oder bei den Gedenkstätten wahrscheinlich eher fündig. Die meisten Fotos bei uns sind tatsächlich solche, wie ich gezeigt habe, Passfotos, Personenfotos. Und wir haben häufig erfasst, ist ein Foto vorhanden von der Person. Aber wir haben jetzt keine anderen historischen Fotos aus Lagern oder andere Dinge. Was wir haben, ist ein großer Kartenbestand, der erst restauriert werden muss, den wir aber dann irgendwann in den nächsten Jahren erschließen wollen auch, der recht interessant ist. Exportieren Sie eigentlich diese Personendaten, die Sie ja aufgrund dieser Tabellen haben, an irgendwelche anderen Archive beziehungsweise also zum Beispiel an die Deutsche Nationalbibliothek, das kann man ja alles so machen, oder an DIAF, also das wäre ja eigentlich total spannend. Die Bundesarchiv hat es ja schon mal so gemacht, dass man über ein entsprechendes Tool, über diesen APA, Personennamen recherchiert hat und hat sie dann auch exportiert. Das ist ja über Algorithmen heute eigentlich relativ einfach. Nein, das ist nicht der Fall, dass wir die exportieren. Es ist auch immer noch schwierig mit der Benutzung. Also es sind natürlich auch zum Teil sehr heikle Personendaten, die Personenschutz haben. Was wir machen, was wir exportieren, ist ein ganz kleines bisschen, aber ich mache es schnell ausholen. Oberstes Leitungsgremium ist ein internationaler Ausschuss bei uns, dem 12 Staaten angehören. Die Bundesrepublik ist einer davon. Und jedes Land hat das Recht, eine Datenbankkopie unserer Archivalien anzufordern. Davon machen 7 Gebrauch. Das heißt, Sie können auch in Israel bei Yad Vashem, ist eine Kopieträger, das United States Holocaust Memorial in Washington, die Wiener Library London, das französische Nationalarchiv, IPN in Warschau und das belgische Staatsarchiv haben Datenkopien von uns, aber wir exportieren nicht systematisch Personendaten in andere Bibliotheken und Archive, mit diesen Ausnahmen.